Ja, hallo. Ja, kleines Video zum Foundry Virtual Tabletop, also sprich einer Plattform, die es ermöglicht, Pen and Paper auf die digitale Ebene zu bringen. Je nachdem, was man für ein Pen and Paper spielt, gibt es da schon vorgefertigte Module, Presets, Karten und so weiter und so weiter. Ein bisschen nacharbeiten muss man aber immer, wurde mir auch gesagt. Hier kommt ein bisschen der höhere Schwierigkeitsgrad dazu, weil das ist ein eigengeschaffenes Spiel von mir, Eternia. Genau genommen eine erweiterte Version, Everance of Eternia. Und das heißt, bis auf das Set, was ich hinterlegt habe, D&D 5. Modul, damit hier so die Bögen ungefähr und alles so schon mal ein bisschen eingerichtet ist, ist mehr oder weniger alles von Hand zu machen. Und ich will nur mal einen groben Überblick geben und dann eigentlich zeigen, wie man Haube anlegt an zwei Beispielen. Das ist eine Karte, die schon mal gespielt wurde. Ups, zoom mal raus. Ist, ja, ich sag mal, eine relativ große Karte. Man sollte aufpassen bei Foundry, der unterstützt zwar 10.000 mal 10.000 Felder in der Theorie. In der Praxis ist aber bei, ich sag mal, 100 mal 100 Feldern, hatte ich einmal gehabt, das war schon kritisch, da gab es schon krasse Lags. Also mehr als 50 mal 50, würde ich sagen, wird man nicht hinbekommen. Da geht die Performance flöten, weil klar, so eine Karte kostet jetzt nicht viel, aber man hat Lichteffekte drauf. Ihr seht hier Fackeln und so weiter. Hier ist eine Kerze, die leuchtet. Man hat, das zeige ich auch gleich, alles Mauern und so weiter. Und das frisst alles Speicher und macht die Sache irgendwann langsam. Wenn man allerdings ein Spiel von Null aufbaut, dann hat man nicht viel. Die Grundkarte ist im Prinzip bloß das Schwarze, plus das Braune und dieses Wasser hier gewesen. Der ganze Rest kann man auch drüber hovern. Ist definiert als Charaktere. Es ist wichtig, auch Gegenstände so. Kann man als Tiles machen. Das hier zum Beispiel ist ein Tile. Das ist immer dann sinnvoll, wenn es erstens im Hintergrund sein soll und zweitens, wenn keine Interaktion damit möglich sein soll. Spätestens, wenn aber etwas auch im Vordergrund sein kann oder es eine Interaktion gibt, bei Realms of Terranea sind die Sachen hier zum Beispiel, wenn man draufschlägt oder ein Zauber oder Schlag daneben geht, können die halt kaputt gehen, diese Hindernisse, die dann Deckung bieten, weil es auch hier Effekte mit halber und voller Deckung gibt. Deswegen sind die alle als Charaktere definiert, die auch Schaden bekommen können und kaputt gehen können. Standardmäßig ist sowas wie das hier natürlich. Gegner, der Tidi-Sklavenhändler hier, standardmäßig als Charakter definiert. Muss auch so sein. Und ja, das ist erstmal so ein ganz grobes Basic. So, links haben wir hier diese Reiterleiste und da gibt es halt viel. Selectogens ist halt zum Auswahlen verschiedene Werkzeuge. Das Messwerkzeug ist ganz praktisch. Gibt sehr viel. Ich will, wie gesagt, jetzt nicht groß. Das hier ist halt Measurement Controls. Brauchen wir jetzt nicht zwingend. Tiles, da kann man halt alles, was als Tile definiert ist, hier zum Beispiel. Das Flinchen kann man dann schieben. Tiles kann man hier relativ einfach definieren. Man zieht einfach eins und setzt es rein. Kann man ganz gut machen. Da ist Playstyle. Drawing Tools habe ich selbst nie gebraucht. Dann kann man quasi auf die Oberfläche, die man geschaffen hat, noch malen. Ich habe hier, kann man das mal kurz zeigen? Configure, ja. Yeah. Das ist die Sklavenhändlerhöhle, erstes UG. Und ja, da kann man hinterlegen eine Karte. Die ist quasi hier bei mir hinterlegt. Das ist wie gesagt nur das schwarze, braune plus das Wasser. Grid ist halt, wie groß so ein Feld in Pixeln ist. Das hängt von eurer Karte ab. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen, bis es passt. Und da kann man das halt auch einstellen. So, was haben wir hier noch? Man kann es noch ein bisschen färben. Man kann allgemein einstellen. Haben die Token drauf Sicht? Ist der Nebel des Kampfes aktiv, also dass man explorieren muss, wie dunkel ist es und so weiter. Hängt auch davon ab, wie viele Module und was für Module man verwendet. Ich habe relativ viele, ich glaube es sind über 100. Bei Bedarf kann ich auch später nochmal irgendwo zeigen. Ambience errate ich jetzt hier nichts machen. Man kann hier schon direkt Wettereffekte oder sowas festlegen, so man das möchte. Ist aber meist besser, wenn man das über die Navigation links macht, meiner Erfahrung nach. Ja, und Terrain braucht man normalerweise auch nicht. So, dann wird spannend. Das, was passiert also, wenn man so eine Karte macht, man hat so eine grobe Karte gemacht, platziert dann die Charaktere, sage ich mal, und auch die Tiles da drauf, bis sie so sind, wie sie sein sollen. Natürlich muss man die Tiles Charaktere vorher anlegen. Ektos zum Beispiel, das sind alle Charaktere.
Gegner entfallen, dass die Tilly Slavhändlerhöhe habe ich hielt, die alle angelegt, im bekannten D&D-Bogen mit HP. Dann habe ich mir noch gemacht 6 temporäre Sachen als Einzelsachen. Hier sind die ganz normalen Attribute. Inventar sind die Standardangriffe halt auch, also der hat einen Hammerausrüst, also kann er mit einem Hammer zuschlagen. Features sind so Spezialfähigkeiten, Spellbooks sind Zauber, Effekte sind Aktiveffekte, der hat ein paar aktiv gehabt. Biografie ist jetzt für den Gegner nicht wichtig. Wichtig ist natürlich auch Prototype-Token, da kann man halt vieles noch einstellen, das soll nicht thematisch sein. Im Sheet kann man halt, je nachdem was man hat, verschiedene Sheets verwenden. Aber das ist halt vom Spielsystem auch abhängig. So, wie gesagt, man hat dann halt irgendwie die Charaktere angelegt, also das sind hier die Gegner und Fallen. Intern habe ich hier die Hindernisse, zum Beispiel die Fallen, da sieht man hier diese Dinger hier, das sind dann der Stein groß zum Beispiel. Das hat dann alles auch Lebensleiste und so weiter. So, ganz spannend und aufwendig. Wenn man das alles gemacht hat, wenn die Karte, ich sag mal, rein optisch steht, hat man das Problem, ich nehme jetzt mal jemanden, theoretisch könnte er, wenn das jetzt ein Spieler wäre oder auch ein Charakter, hier durchlaufen. Weil es ist ja momentan, sag ich mal, nur eine Tapete auf dem Boden. Und Charaktere dürfen standardmäßig auch über Nummer D, hier nehme ich mal zum Beispiel. Ihr seht, ich könnte über ihn drüber, was ja auch sinnvoll ist, aber an so Hindernissen wie hier den Pranger, da kann ich nicht drüber. Das soll auch der Sinn sein. Außerdem soll sowas hier wie so eine Säule, das von oben dargestellt, auch natürlich die Sicht einschränken als Sichthindernis. Das ist das, was mit die meiste Arbeit macht. Das sind die Mauern. Ich zoome mal raus, dann sieht man, wie viele Mauern das sind. Jeder Punkt zum anderen Punkt ist eine Mauer, die händisch gezogen werden musste. Beziehungsweise für meine Gegenstände habe ich hier Mauern vordefiniert, also im Prinzip festgelegt, wie die aussehen müssen, kopiere die da nur drauf und ziehe die drüber. Weil man da auch ein bisschen spielen muss, dass die Sachen drunter auch sichtbar sind. So eine gelbe Mauer hier ist halt Hindernis zum Laufen und zum Blicken. So eine blaue Mauer hier ist nur ein Gehhindernis, deswegen, wenn ich die nochmal auswähle, kann er hier durchgucken, aber nicht durchlaufen. Und hier, was eine gelbe Mauer hat, kann er weder durchgucken noch durchlaufen. So, zurück zu denen. Grün ist halt teilweise sichtbar, das ist normalerweise, man kann durch die Mauer durchgucken, bis es auf eine andere grüne Mauer trifft. Das braucht man halt, wenn man jetzt irgendwas haben will, wo man sagen kann, alles klar, das soll sichtbar sein, aber dahinter der Bereich soll unsichtbar sein. Deswegen, wenn ich jetzt mal kurz hier hinziehe, da sieht man, aha, ich bewege mal näher, durchlaufen kann er nicht. Und hier, er kann das sehen, aber dahinter nicht. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, damit das nicht unsichtbar wird. Da muss man ein bisschen experimentieren. So, Light Controls ist halt, wenn man Lichtquellen hat, die Kerze hier drauf zum Beispiel, Moment, erst auf Auswählen gehen, ist halt ein Licht. Da muss ich kurz schauen, ob ich sie. Stimmt, das hatte ich sogar clever gemacht. Ja, hier habe ich es anders gemacht, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Und da habe ich Gegenstände genommen und habe den selbst über die Lichtfunktion, ich gehe mal kurz auf Charaktere wieder, weil das läuft über Charaktere, die habe ich als Charakter definiert, damit ich immer wieder schnell haben kann. Und im Token-Sheet gibt es halt auch Light. Und da kann man halt einstellen, wie groß der Lichtradius ist, welchen Winkel es strahlt, welche Farbe und Intensität das hat. Und wenn man in die Advanced Options reingeht, oder zumindest in die Light Animations, kann man halt sich dann Lichtarten aussuchen. Allerdings, nochmal zurückzukommen, das ist quasi selbst, was man hier macht, ist nur dann gebunden. Und hier könnte man halt direkt auch eine Lichtquelle ziehen und hätte dann, wie ihr seht, dieselben Aussagen. Ich könnte jetzt auch sagen, Torch, karotechnisch, Farbe machen wir mal kurz einfach rot, Color-Intensität machen wir mal stark, damit man es extrem sieht. Zack, und da hätte man eine Lichtquelle, die dann allerdings nicht als Charakter definiert ist. Man kann dann also nicht mit dem Charakter interagieren, auch nicht als Spieler, sondern nur als Licht. Das wäre halt so eine Sache, wenn man jetzt sagen will, wir haben von oben zum Beispiel Sonnenschein oder eine Lichtquelle, die man nicht sieht, die aber irgendwas erhält und
die man halt sehen soll oder ein bisschen um Ambient zu schaffen. So, dann gibt es hier noch Daylight und Nightlight. Man kann also hell und dunkel einstellen. Mache ich jetzt nicht, weil das dauert immer eine Weile. Gibt auch den Kalender. In der Version funktioniert er nicht mehr. In der modernen Version klappt der. Der ist ziemlich cool. Der zählt dann die Zeit in Echtzeit mit. Also wenn das Spiel läuft, ist eine Sekunde halt eine Sekunde auch dort. Und man kann da natürlich auch die Zeit verstellen und sagen, alles klar, stell 8 Stunden vor, weil ihr 8 Stunden gepennt habt. Und dann tut er das Licht daran koppeln. Also so, was weiß ich, habe es jetzt nicht im Kopf, wie es ist, aber 8 bis 18 oder so ist es dann halt hell. Dann tut es 4 Stunden dämmern, dann ist es ein paar Stunden dunkel und dann dämmert es wieder heller und das Licht nimmt graduell ab und damit auch die Sicht. Eigentlich eine ziemlich coole Sache, klappt aber leider bei meiner Variante nicht. Das ist Foundry 9. So, wenn man es hell machen kann, kann man es auch dunkel machen. Hier kann man noch den Kriegsnebel resetten, also dass man alles wieder dunkel hat, sozusagen für die Spieler. Das ist natürlich ganz gut, wenn man eine Karte erstellt und die selbst ein bisschen austestet, dann sollte man das machen. So, Sound Controls. Ihr seht hier in weiß dargestellt, ich habe schon mal ein paar Sound-Sachen angelegt gehabt für die Karte. Hier zum Beispiel ist hinterlegt einfach nur die Koordinaten, das braucht ihr nicht machen. Wenn ihr das in die Welt reinzieht, macht man das so. Dann wichtig ist, den Effektradius angeben, also wie weit kann man das hören? Nur wenn ein Spieler in diesen, ich sag mal, weiß vorgehobenen Bereich tritt, wird das hörbar. Und dann hängt es auch von dem Mauertyp ab. Beispiel, die Mauern hier sind dicht. Da hab ich bei den Mauern eingestellt, die haben Schallschutz. Da geht der Schall nicht durch. Aber zum Beispiel hier bei dem Pranger oder aber bei den Steinen, weil das halt, sag ich mal, Hindernisse sind, wo der Schall drumherum sich bewegen kann, problemlos, habe ich gesagt, da sind keine Schallmauern, da geht der Schall durch. Genau. Volume Easing gerade immer anzumachen, das heißt, umso näher man kommt, desto lauter wird es. Sinnvoll ist meist auch, dass man halt wirklich sagt, bei den entsprechend definierten Mauern, dass er nicht durchgeht. Hier stellen wir die Lautstärke ein und hier oben kann man dann halt einen Sound runterladen. Oder beziehungsweise man muss ihn selbst hochladen, so ist eher richtig. Der ist momentan auf aus. Einfach, weil wir ihn nicht brauchen. Aber ich kann mal anmachen. Achso, Stimme muss ein Charakter in Hörweite wählen. So, ich mach's kurz wieder aus. Da habe ich halt ein paar Leute vorher drum gehabt, die sich hier unterhalten haben, dass die Spieler, die hier in dem Fall von, jetzt überleg, Süden? Ja, von Süden kamen, die quasi schon von Weitem hören konnten. So. Journal Notes ist halt, ja, das Journal, das macht man, finde ich, immer besser hier oben über, wo ist es, den Journalreiter. Kratztext ist daneben, Rollable Tables, da ist das Journal. Da kann man halt festlegen, quasi Texte schreiben, freigeben, für wen die sind. Die Anleitung habe ich hier in meinem Fall drin, Zustände, die es gibt. Anekdoten habe ich für die Spieler freigestellt, können sie selber dann auch reinschreiben, was so passiert ist. Levels, wenn man das Modul hat, kann man halt auch verschiedene Höhen einstellen. Habe ich jetzt nicht genutzt, finde ich kompliziert, ist aber gut. Terrain Layer kann man, wenn man das entsprechende Modul hat, ein bisschen was machen. Ich habe zum Beispiel, dass ich festgelegt habe, alles klar, was so grau markiert ist hier, das ist schwieriges Gelände, bedeutet doppelte Bewegungsaufwendung. Ja, Effektkontur, wenn ein Effekt aktiv ist, brauchen wir eventuell gleich. Und Sequenz, wenn Sequenzen aktiv sind, dann kann man die hier alle sehen. Das sind halt Zaubereffekte oder sowas, die dauerhaft aufploppen. Okay. So, jetzt aber genug vom Geplänkel. Wir wollen zu den Zaubern. Ein Zauber ist immer ein Item. Das klingt erstmal komisch, aber aus Sicht des Spiels muss man Items anlegen. So, und zwar wollen wir uns heute folgende Zauber zu Gemüte führen. Das hier sind meine, ich nenne es mal Blaupausen. Die zwei hier oben habe ich schon reingebracht. Die zwei fehlen noch. Die wollen wir heute in das Spiel reinbringen. Einmal ein offensiver Zauber, Proporos, und einmal ein, nennen wir es mal strategischer Zauber, Schrei der Banshee. Der ist ein bisschen kompliziert, Schrei der Banshee. Da muss ich selbst mal gucken, wie gut wir das reinkriegen. Aber das ist bei Foundry normal. Man muss da ein bisschen experimentieren. Fangen wir an mit Proporos. Ich mache erstmal das weg. So. Machen mal kurz Splitscreen. Zack und zack. Das ist alles im Bereich
Ups, kleinen Moment. So, der Schattenmagie. Das ist eine Stufe 1 Zauber, da hatte ich schon Ordner angelegt. Jetzt schaue ich einfach mal, mir das Leben leicht zu machen, ob ich irgendwas habe, was ähnliches. Bis zu 3 Gegner deiner Wahl in Reichweite 8 erleiden, minus 5 1d20, minus 1d20 plus 10 Schattenschaden. Kleiner Hinweis, was bei mir in eckigen Klammern steht, bedeutet, bei mir leveln die Zauber mit, weil Eternia bis Level 100 geht, D&D geht bis 20, hat da mehr oder weniger festgelegte Werte. Das heißt, wenn ich jetzt einen Charakter Level 10 habe, da hat er minus 5 plus 10, macht 5, wirft er 5d20. So, das muss man dann ein bisschen immer updaten. So, aber wie gesagt, versuchen wir mal was Ähnliches. Bis zu 3 Gegner deiner Wahl. Das heißt, wir können einen ganz normalen Zauber wählen, der Schaden macht und legen halt 3 Ziele fest. Der kleine Todesstrahl, den es hier schon gibt, ich mache den mal kurz auf. Der hat bestimmt eine Linie mit Reichweite 8. Alle Feinde, die getroffen werden, erleiden 24 minus 3 D12 mindestens 1 D12 Schadenschaden. Jetzt muss ich mal kurz schauen. So wie der geschrieben ist, ist der wahrscheinlich nicht Target 40 Feet Space, 45 Feet, Range Spell Attack, Intelligenz. Wir machen mal kurz einfach einen Test, indem wir den jemanden geben. Zum Testen müsst ihr den immer einen Charakter geben. Packen wir den mal kurz. Nicht als Effekt, Entschuldigung, Spellbook, als Zauber hier rein. So, der hat den schon anvisiert. Jetzt gucken wir mal, wie er das, ob wir das macht, ob wir ein Template setzen. Wir bräuchten nämlich eigentlich ein Template. Oder ob der, achso, ja, der hat keinen Zauberslots. Geben wir ihm mal kurz ein paar. So, du kriegst jetzt 1000 Zauberslots, damit wir mit dir viel experimentieren können. Okay, es sind 10.000, aber auch egal. So. Ich habe ihn jetzt als Ziel markiert, mal schauen. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwerer, weil wir brauchen ein Template, also wenn es alle Ziele trifft. Der Spieler kann natürlich manuell hingehen, oder? Lass mich kurz nachdenken. Nee, gar nicht wahr, der theoretisch bräuchte ein Template, aber undefiniert. Bei denen hier muss man 3 Ziele auswählen, das heißt, da wir hier einen Zauber haben, der von Ziel abhängig ist, kopieren wir den mal. Machen wir einfach mal, ja, machen wir so. Wenn wir die ein bisschen ungleichmäßig stehen, können wir den durchaus kopieren. So, Duplicate. Und jetzt mache ich mal kurz das Splitscreen. Zack und zack. Und fangen den an zu bearbeiten. So, das wird Proporos. Der sieht auch nicht so aus. Da müssen wir jetzt, habe ich jetzt, ich war ein bisschen schnell. Wenn man aufs Bild klickt, kann man dann das entsprechende Icon wählen. So, dafür habe ich schon ein Icon erstellt. Ich muss es aber noch hochladen. Und zwar habe ich es erstellt unter, das ist, glaube ich, der schnellste Pfad. Eternia, Efference of Eternia, Zauber, es ist ein Schattenzauber, es ist ein Stufe 1 Zauber und es ist Proporos. Zack. Habe ich hochgeladen, hier ist er jetzt. Zack, haben wir das Bild. Und jetzt muss ich halt noch die Sachen ändern. Erstmal die Beschreibung. Leider kann er das Icon nicht reinkopieren. Allerdings habe ich gehört, das soll gehen, wenn man das nochmal extra selektiert. Ich teste das mal kurz. Ist für mich auch neu. So, kleinen Moment. Erstmal in die Bearbeitung. Zack. Weil wäre natürlich cool, weil mit Icons sieht es immer cooler aus. Ja. Die Aussage ist jetzt nicht zwingend falsch, ne? Aber auch nicht zwingend richtig. Okay, kleiner Moment. Ah, hier ist es umgestellt, wenn ich Shift halte. Normalerweise ist es ja so, wenn man Shift hält, dann macht man es gleichmäßig. Weiß ich nicht. Fällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber erst einmal müssen wir mal kurz das Bolt rausnehmen. Das Fett, das brauchen wir hier nicht. Ich lasse es mal drin. Man kennt es zumindest ganz gut. Okay. Sieht zwar halt nicht so cool definiert aus, aber ist okay. So, jetzt müssen wir, wir haben jetzt quasi nur festgelegt, was der Spieler sieht. Aha, das ist das, das drüben ist aber alles noch mehr oder weniger falsch. In den Details können wir alles reingeben, was wir brauchen. Also das, der Spell-Level ist wichtig. Man muss auch Zauber anlegen. Wenn man keinen Zauber anlegt, hat man gar nicht diese Auswahl. Das ist wichtig. So, First Level, aber das ist bei meiner Variante egal. Deswegen lasse ich immer drauf. So,
Der ist bei mir immer prepared. Er kostet wie viel? Eine Aktion, ja. Reichweite, Linie 8. In klassischen D&D, auch bei mir, sind 5, 5 Feet ein Feld. Das spricht, bei 8 Feldern sind es 40 Feet. Das haut hin. Range 45, genau. Können wir so lassen. Es ist ein Distanzzauber. Er basiert auf Intelligenz. Attack Roll Bonus muss ich minus 1 drinnen lassen, weil der rollt bei mir sonst falsch. Der setzt nämlich immer 1 drauf wegen Level Modifier, weil es von D&D. Critical Threshold kann ich so lassen, ist aber erstmal nicht wichtig. Der legt fest, ab wann es ein Crit ist. Ist bei mir allerdings ein bisschen anders, von daher ist es egal. So die Damage-Formular. Wir tun mal so, als wäre der Level 0. Das heißt, mindestens ein D20. Wenn es nur eine 1 ist, kann man es weglassen. Man kann es auch davor schreiben. Und dann plus 10 Schattenschaden. Kann ich nicht auswählen, gibt es nicht. Deswegen Necrotic. Mehr brauchen wir hier nicht. Jetzt hat er die Berechnung, die Reichweite. Wenn es in die Description gehen, dann sieht man auch minus 1 to hit theoretisch, weil das plus 1 sucht. 40 Reichweite. So, Effekte macht er keine. Er macht, ich sag mal, nur Schaden. Better Worlds brauchen wir nicht. Und jetzt kommt es immer darauf an, was man für Modul hat. Mit denen hier oben habe ich zwei Varianten, den Effekt darzustellen. Das sind die Advanced Spell Effects. Wenn ich ja sage, ich mache das einfach mal, dann kann ich vorgefertigte Effekte mir aussuchen. Brauche ich in dem Fall eher aber nicht. Deswegen die Advanced Animations AA. Hier kann man ziemlich viel machen. Also das, man kann auch mehrere Sachen machen, um einen kombinierten Skill. Ist bei großen Zaubern vielleicht hilfreich, bei so kleinen nicht. Wichtig ist, Customized Animation wird man fast immer brauchen. Man muss überlegen, soll es unter dem Token sein? Soll sie disabled sein? Das Quatsch ist, so sollte sie anklicken. Und in dem Fall, wir brauchen hier nur das Customized. Hier ist wichtig, die Einstellung, was man nimmt. Also, wenn man im Nahkampf ist, nimmt man Melee, bei Distanz ist Range. Wenn es nur einen Token trifft, nimmt man einen Token. Template bedeutet immer, der Spieler setzt eine Fläche, das werden wir bei den nächsten Zauber höchstwahrscheinlich brauchen. Da muss ich mal gucken, wie wir das am besten machen, wie gesagt. Aura geht halt von der Sache aus und bleibt dann aber eine Zeit bestehen. Ist also nur hilfreich, wenn man irgendwas machen will, was dauerhaft ist. Aber das hier ist ja einmalig. So, man kann, ich lasse das mal kurz weg, standardmäßig gibt es schon, wenn man es runtergeladen hat, eine Bibliothek, wo man eine gewisse Auswahl hat. Was ich allerdings auch noch, oder was wir noch haben, ist bei Customs gibt es, ich gehe mal kurz ein Stück hoch, unter den Modulen, wenn man die Module hat. Ich habe hier zum Beispiel die GP2A Patreon, das ist ein gutes Modul für, wo viele Zauber drin sind. Da hat man halt schon einige vorgefertigt hier nach verschiedenen Leveln, zwar auf D&D basierend, kleine Cantrips. Oder aber man lädt seine eigenen hoch. Das hier sollen ja quasi drei kleine, ja, pfeilartige Strahlen sein. Ich habe hier selbst einige Animationen, die hat mir, ich sag mal, höflicherweise meine Grafikerin gemacht. Die macht das auch gerne, macht auch weiter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt was Passendes dafür haben. In unserer Bibliothek. Fuegos, was ist das? Ja, okay, das sieht nicht annähernd so aus. So, also auf den ersten Blick sage ich mal, nö. Gut, zurück nach Foundry. Können jetzt eigentlich auf Vollbild gehen, wir brauchen die Vorlage nicht mehr. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen durch die Bibliothek kämpfen. Das ist ein bisschen Trial and Error. Magic Missile könnte ich nehmen. Wir nehmen es ein. Problem ist aber, ich mache mal kurz erstmal speichern und submit speichern. Der kleine Todesstrahl hier. Der läuft gar nicht mit Magic Missile. Das ist ganz gut, weil Magic Missile dürfte dem relativ nahe kommen. So. Gibt es Dark Red, Green? Wir lassen es mal auf Purple. Um den Sound. Wollen wir uns um den Sound jetzt schon kümmern? Aber man kann und sollte auch einen Sound festlegen, sonst ist es halt geräuschlos. Das heißt, ich gehe mal kurz in meine eigene Soundbibliothek. Das sind nicht alle hochgeladenen, das sind alle, die ich besitze. Und überlege mal ganz kurz, was wäre ein guter Sound. Das heißt, ich muss die alle ein bisschen durchgehen. Und es ist ja so, mehr oder weniger einfach nur Todesstrahl. Der könnte zum Beispiel relativ gut klingen dafür.
Ich habe auch ein paar Dark-Geräusche. Mal schauen. Klingt überhaupt nicht so. Es muss halt schon ein bisschen wie ein Aufklatschen klingen. Okay, klingt alles nicht annähernd so, wie es klingen sollte. Deswegen überlegen wir noch. Klingt auch nicht so. Achso, das zweimal dieselben nur verschieden worden. Ja, das ist ein bisschen rumspielen. Vorsicht, die Geräusche sind meist nervig hier. Ja, fuck, glaube ich auch nicht. Obwohl, lass mich mal kurz nachdenken. Das könnte sogar klappen. Gucken wir mal, haben wir Fox sogar schon hochgeladen mal für irgendwas anderes? Fox sehe ich jetzt hier nicht. Dann laden wir den mal hoch. So, Soundeffekte FOG 1. Wie gesagt, ist ein bisschen schauen und versuchen. 0,2 ist ganz okay, habe ich festgelegt. Das kommt aber nur drauf an. So, jetzt geben wir zum Testen den Kollegen mal den Zauber. Und müssen, weil wir ja gesagt haben, ist es ein Ranged oder wenn es Ranged oder Melee ist, dann müssen wir halt Ziele definieren. Und bis zu drei Ziele. Also tun wir einfach mal alle drei markieren. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Ja. Okay. Rein optisch sah das jetzt nicht schlecht aus. Aber der Sound kommt einigermaßen verzögert. Das heißt, noch nicht verzögert genug. Machen wir mal 500 Millisekunden Delay. Sind es Millisekunden? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es sind nicht Millisekunden. Egal. Nochmal. Ich muss mir ein paar Mal anhören. Also von der Sound-Timing her ist es gut. Ich bin nicht 100% überzeugt, muss ich gestehen. Allerdings, es klingt auch nicht schlecht. Es ist nicht so, dass ich ganz unzufrieden bin. Eisgeräusche haben zu hohen Ton, das wird nix. Ist zwar Magic, klingt aber nicht so. Ich habe eine Idee noch, wo ich ein paar gute Sounds dafür hätte. Ja, das sind die, die klingen alle so komisch. Das geht nicht. Push ist auch nicht. Ein paar kennt man mit der Zeit ja auswendig, wie die klingen. Nee, dafür bewegen die sich zu, ich sag mal, sanft. Die Slash sind es auch alle nicht. Sleeve. Also, die klingen so. Könnte man zur Not nehmen, ja, aber nicht überzeugend. Windgeräusche. Die könnten klappen. Ja, mit Wind 1. Sogar Wind 3 könnte klappen. Okay, lass uns erstmal. Dann, wo sind sie? Ich habe genau im Kopf da die Mixkit-Sachen, die ich mir runtergeladen habe. Ist ein bisschen, die kenne ich noch nicht auswendig, da muss ich ein bisschen mehr gucken. Veil of Promise ist auf jeden Fall nicht. Nein, viel zu toll für so einen Todesstrahl. Ist zu aufwendig, zu lang. Fairy. Eigentlich alles so Fairy drin kommen, können wir überspringen. Oh ja, toll. Aber das suchen wir nicht. Magic Potion mit G, Magic Kind. Mal gucken. Nee. Passt zwar als Name, aber ist nicht das, was wir suchen. Water Spells können wir auch nicht nehmen. Die klingen anders. Nee. Nee, zu lang. Oh, das.
fehlt so ein bisschen das Auftreffgeräusch. Man kann natürlich auch selbst was noch zusammenbasteln. Das wollte aber ist auch zu lang. Viel zu aufwendig. Zu hoch. Oh, so leise. Okay. Sparkle, Sparkle, Sparkle. Könnte. Überzeugt mich jetzt aber auch noch nicht so ganz. Obwohl das eher so, ja, es ist auch, es fehlt so dieser dunkle Aspekt da drin. Ansonsten klingt das nicht schlecht. Ich lasse das aber mal gleich markiert. Krieg Magic Sword Slice, Harp, Magic Spell, Rewind. Okay, klingt seltsam. Ah, ist zu heftig. Können wir auch noch was überlegen? Sweeping Sparkle Icicles, Video Game Magic Item. Klingt komisch bestimmt. Oh ja. Also, was hatten wir jetzt? Der Fairy Swoosh. Und das Whistle. Und Wind 1 und 3. Also. Gucken wir nochmal jetzt in die Bearbeitung rein. Schauen wir uns Wind 1, 2, 3 an erstmal. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen rumprobieren, bis es passt. Es sei denn natürlich, man hat irgendwie so perfektes Gehör und weiß genau, oh ja, das passt definitiv. Je nach System sind, wie gesagt, auch Sachen vorgearbeitet. Nur wenn man es halt von null aufbaut, wie ich hier, dann muss man halt natürlich auch ein bisschen mehr machen. So, schauen wir mal. So, dann müssen wir den Delay allerdings wieder runternehmen. Allerdings muss ich gestehen, hat mich das jetzt auf Anhieb nicht überzeugt. 200 wird wahrscheinlich reichen. Nochmal, das sieht ganz schlecht aus. Also das Timing ist richtig, sieht auch tatsächlich nicht prinzipiell schlecht aus. Ah, mir fällt aber ein, was ein Problem ist. Ein Problem ist. Es gibt nur eine Variante. Ah. Also folgendes Problem. Diesen Effekt habe ich schon mal für dieselbe Klasse. Das heißt, ich muss entweder die Farbe ändern oder aber ein bisschen was anderes machen. Fireball könnte man auf dunkel wahrscheinlich stellen. Wie sieht denn der Guiding Ball aus? Gucken wir mal kurz. Ich will nicht, dass sie alle gleich aussehen. Das kommen wir noch dazu. Wow. Der ist echt aufwendig. Nochmal kurz gucken. Krass. Wow. Aber so sollte nicht aussehen. Das ist definitiv klar. Aber krass. Wie sieht denn der Witchboard aus? Mal kurz rein. Ja, das war der. Es steht zwar bold, aber technisch gesehen fühlt sich nicht wie einer an. Wie sieht der Firebolt aus? Das ist der klassische Feuerball. Das ist besser. Das ist besser. Wir müssen nur gucken, ob es den auf dunkel irgendwie gibt. Dark Green. Wie sieht ein Pale Green aus? Mal gucken. Das wäre sogar nämlich noch besser für uns in Eckmann. Okay, das ist wirklich sehr helles Grün.
Weil davon hängt natürlich auch ein bisschen ab, welchen Sound man wählen muss. Ja, das ist nicht verkehrt. Allerdings überzeugt mich jetzt der Wind, selbst wenn man richtig timen würde, nicht so wirklich. Ja, Wind 3 hat man auch noch nicht hochgeladen, dann machen wir das mal. So. Ne. Dadurch, dass sich die Animation ändert, dann passt das überhaupt nicht mehr. Wie sieht denn das aus jetzt? Ne, die sind nämlich alle zu lang. Das muss jetzt was richtig Schnelles sein. Wäre natürlich cool, wenn der Sound auch mehrfach käme, weil es mehrere sind, aber gut. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal kurz durch Chainspell. Nee, das war wirklich das Kettengeräusch. Ich erinnere mich wieder. Zu lang. So, Fairy können wir überspringen. Die Saxes waren auch nicht. Zu hoch, aber schnell genug wäre es. Healing Water, Soft Water, Cartoon Transition. Oh. Nee. Wie klang das? Nee, geht auf jeden Fall nicht. So, die sind alle zu langsam. Nochmal. Nee, es muss schon ein bisschen nach mehr klingen. Er ist zu hoch. Der wäre relativ gut, wenn der so ein bisschen dunklen Touch hätte. Nee. Man kann den natürlich verkürzen. Aber nee, passt leider nicht. Ja, ist gar nicht so einfach. Magic Wand. Oh, Sparkle wirklich. Quick Magic Sword, Relaxing Harp, Rewind, Shot Light. Huiuiui, Wind in the Storm, Sweeping Sparkle, Passing, Fin Icons. Wir müssen was anderes finden. Was ist das? Wir müssen, glaube ich, einen der weniger aufwendigen finden. Gehen wir noch mal kurz die Darks durch. Zu lang. Na, kurz noch. Ja, könnte mal gucken. Darkness 6, wenn ich mir so überlege. Doch, der könnte es sogar sein. Eigentlich mag ich den nicht, muss ich fairerweise sagen. Aber wenn ich mir überlege, wie der klingt bei der Geschwindigkeit der Animation hier, könnte der sogar was sein. Haben wir sogar schon mal verwendet, okay. Schauen wir doch mal. Kein Mensch. Der Sound muss später kommen. Machen wir wieder 500 Delay. Nochmal. Ist im Prinzip nicht schlecht. Ein bisschen. Ein bisschen mehr wäre aber auch nicht verkehrt. Klicke ich mal zu Darkness 4. Ups, wo ist es? Nach Alphabet sortiert, ist mal ganz praktisch. Zack.
Doch, der ist besser, weil, ach, mal drauf achten, es gibt ein Geräusch beim Auftreffen und dann plubbert das ja noch so ein bisschen nach, sage ich mal. Und das hört man auch im Sound. Okay, damit wäre der Zauber fertig. Nur habe ich den natürlich hier im Charakter bearbeitet und nicht hier. Das heißt, hier lösche ich ihn. Und das darf man, man kann ihn einfach wieder rausziehen mit den Eigenschaften. Jetzt sieht man, der hat einen grünen Punkt, der hier nicht. Mal kurz zu. Eigenschaften. Configure Permissions. Also wer hat. Und hier kann man festlegen, welcher Spieler was hat. So, und momentan kennt den einfach keiner. Dann macht man so, und dann hat er wieder dieses, der Teilen-Symbol nenne ich es mal. Und damit haben wir den ersten Zauber fertig. Der zweite, der ein bisschen schwerer wird höchstwahrscheinlich. So, ein bisschen anvisieren. Ah ne, das ist ein Vordergrund, deswegen lass los. Bisschen mal löschen. Schrei der Banshee. Alle Einheiten im Radius 3 um dich herum erhalten X und ein bisschen Schadensberechnung oder Allgemeinberechnung minus Wisdom-Mod, Forschmagen und ebenso viel Verzweifeltmagen. Das ist jetzt kompliziert, weil wir müssen mit Templates arbeiten. Templates habe ich lange schon rumprobiert gehabt. Erstmal die Ziele ja, antideklarieren, sage ich mal. So, Radius 3, deswegen ich nehme mal den einfach. So, und dann nehme ich jetzt mal einen Zauber, den ich schon mal woanders gemacht habe mit Template. Problem ist, ich muss mich erinnern, wer es war. War es hier? Ne, das sind nur die. So. Oh, da habe ich noch gar nichts weiter gemacht. Okay. War es dann hier? Ich muss mal kurz reingucken. Das war, wenn ich mich nicht täusche, der gewesen. Ich musste mal kurz testen einfach. Du lernst jetzt einen neuen Zauber. Zack. Kriegst natürlich wie verrückt Zauberslots. So, und zauberst den mal. Einfach mal. Man sieht, das ist ein Template. Er markiert Ziele und gibt an einen Radius, wo man was machen soll. So. Der wirkt jetzt dauerhaft. Kann man dann einstellen, aber wichtig ist im Prinzip, er hat mehr oder weniger, kann man das hier sehen? Nee. Man sieht, das sind die, das ist der Wurf, den der gemacht hat. Und jetzt müsste man überprüfen, die darauf reagieren. Ich mache es mal kurz leer. So, was er jetzt gerade oben gemeldet hat, ist Vorsicht, das ist ein Crown-Teil. Das heißt, es läuft, wenn ich mich nicht täusche, über die Animation. Nur Effekt, dann läuft es nicht über die Animation, sondern wo sind sie? Ja, hier über die Tiles. So, das ist halt für Zauber sinnvoll, die länger und mehr Runde Effekt haben, wenn irgendwer sich da aufhält. Genauso was brauchen wir jetzt, sowas in der Richtung zumindest. Wir, das mal kurz zu, wollen ja einen Schattenzauber haben. Das heißt, wir duplizieren den jetzt. Weil, wie gesagt, mit Templates arbeiten ist ein bisschen anstrengend. Das ist also gut, wenn man es vorgefertigt hat. Und fangen jetzt an, den Zauber nach der Vorgabe zu bearbeiten. Erstmal lade ich das Icon für den Schrei der Banshee hoch im Ordner Schatten bei mir, wo es hingehört. So, stimmt, da hat sich das gemerkt. Dann gehen wir halt hier rüber wieder rein. Oh nee, da hat er schon richtig, ne? Schrei der Banshee, zack, haben wir das Icon. Das ist immer das Leichte. Die Effekte dann hinkriegen, dass die erstens richtig rechnen und zweitens auch einigermaßen optisch und akustisch ansprechend sind, ist ein bisschen schwerer. So, ich kopiere nur das erst einmal und da oben lösche ich dann einfach alles andere raus, was ich nicht brauche. Denn es ist in Anführungszeichen nur genau. So, das ist quasi jetzt nur der Flavortext und hier können wir oder müssen wir jetzt wieder alles einstellen. So, und jetzt wird es interessant. Also, alle Einheiten im Radius 3 um dich herum. So, das sind Feeds. Man
Das ist quasi ein Kreis, der hier gelegt wird. Und jetzt ist die Rechnung einigermaßen kompliziert im Radius, sage ich mal. Das heißt, 2,5 brauchen wir, damit das erste Feld ausgefüllt ist und 5 fürs jedes weitere. Das heißt, wir haben 2,5 plus 3 mal 5, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir brauchen hier 17,5 Feet Sphere. Wichtig ist halt Sphere, weil kreisförmig halt. Und so die Range, wie weit darf man? Ja, Radius 3 ist Quatsch. Eigentlich ist man selbst gemeint, deswegen mache ich mal 5 von 5 Feet, dass man nur auf sich selbst hat. Ist aber egal. Der Spieler kann es trotzdem machen, wie er will. Das, ich weiß nicht, wofür man es einstellt. So, Limit Uses brauchen wir nicht einstellen, dann ist der Zauber definiert. So, wir lassen es mal als Ranged Spell Attack. Achso, genau, weil sonst ist Quatsch. Ja. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Der soll ja auch ein paar Rechenoperationen durchführen. Interessant finde ich, dass er vor uns die 10 hier gezeigt hat. Ach stimmt, ich muss bei den Einzauber gleich nochmal gucken. Kleinen Moment, ehe wir den weitermachen. Muss ich doch nochmal den einfinden, ob der richtig rechnet. Das hatte ich gar nicht kontrolliert gehabt. Der Warp stimmt wohin getan. Da. Muss man noch kurz nochmal durchtesten. So, mach dein Proporus mal. Wir hatten ja verstellte Animationen, sind zufrieden. So, die Rechnung. Bis zu drei Gegner der Wahl. Reichweite 8 allein. Das ist schön. Aber er rechnet nicht. Warum rechnet er nicht? So. Oh, der hat mir die Damage-Formular, das hier kann erstmal raus. Die Damage-Formular ist die Schadensformel rausgelöscht. Die ist natürlich noch wichtig. So, wie soll die denn sein? Warte, die raus. Ach, ja, ich hatte ja vor uns auf Advanced Spell Effects. Dann löscht er die raus, stimmt, weil ich es sonst Zeit verschwende mich. So, also 1d20 plus 10. 1d20 plus 10. Ja, und. Einfach um irgendwas festzulegen, man muss glaube ich nicht, aber ich mache es trotzdem. So, gut, dass wir es nochmal gemacht haben. Und prüfen das nochmal. So, jetzt hat er. Das finde ich interessant, jetzt hat er den Schaden schön gerechnet, aber er hat keine Überprüfung gemacht, ob er getroffen hat. Also Target 3. Der hat mir alles rausgelöscht, oder? 3. Ja, brauchen wir eigentlich nicht hier. Enemies. Feed. Duration. Limited Uses. Resource Consumption. Nein. Action Trip. Ranged Spell. So, da hat man den wieder drin. Minus 1. Gut. So. Das sieht jetzt schon viel besser aus. Jetzt macht er genau, was er soll. Und zwar macht er hier einen Probewurf. Er wirft D20. Plus minus 1. Plus minus 1. Plus 1. Und zwar nimmt er einmal, ich gehe mal kurz in ihn rein. Das ist nicht für ihn gedacht, aber wir nehmen ihn quasi zum Testen. Der geht einmal rein und nimmt den Intelligenzmodifier minus 1. Dann nimmt er die minus 1, die ich eingegeben habe, und plus 1 quasi für den Proficiency-Bonus des Levels. Das will ich aber nicht. Ich will ja eigentlich nur, dass er den D20-Würfel macht plus den Modifier. Deswegen. Die beiden negieren sich raus, deswegen habe ich das plus 1, das minus 1 eingegeben. Das heißt, er rechnet richtig, er macht einen D20 und tut den Intelligenzmodifier abziehen. Kommt auf einen Wert von 17, also er wirft 17 und rechnet dann 16 aus, so wie es sein soll. Weil er hat eine 16. Moment, was rechnet er? Genau, er hat eine 17 gewürfelt, zieht 1 mit Intelligenzmodifier bis 16. So, das wird als überprüft, das heißt, hier muss ich es selber machen, aber die sind alle identisch. Ist 16 höher als 10 plus?
Den Intelligenzmodifier ist nicht, ist 9. So, die sind alle entsprechend dumm genug und da ich die jetzt alle hab, kann ich jetzt sagen, er trifft die alle und die verlieren alle den entsprechenden Schaden. Muss ich zwar für alle eins machen, die ich hier selektiert habe, aber dann hätte er die getroffen. So, ich lasse es einmal kurz sein. Ich glaube, ich kann auch Multiple auswählen. Zack. Teile die alle mal wieder hoch. Gut, das heißt, jetzt funktioniert der Zauber. Allerdings, Delayed, haben wir den ja geändert, damit er funktioniert. Müssen wir darüber ziehen. In Eigenschaften ändern wir den wieder. Non, non, zack. Die Ziele tun wir wieder deklarieren. Machen das hier wieder in Splitscreen und kümmern uns jetzt wieder um den Schrei der Banshee. So. Hatten wir hier schon so gut wie alles eingestellt, außer irgendwelche Berechnungen. So, was soll er machen? Allein den Radius 3, das haben wir hier eingestellt. Erhalten x 1 1d2 durch 12 minus 3, genau geteilt durch minus sein 3, minus 3 minus sein Wismut, so Forschtmarken. Und Eselfeder 2 fahren. Da muss man ein bisschen proben. Das heißt, das, was wir dem System aber sagen können, ist das hier. Den Teil kriegen wir rein. Und ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, den auf 1D2 zu setzen. Der ist ja erst gedacht für ab Level 10, sage ich mal. Ich setze den jetzt einfach mal, der Einfachheit halber. Obwohl, ist egal, zum Rechnen bleibt so. Okay, alles klar. Attack Roll Bonus, der ist genau, das heißt, der soll immer treffen. Wir übertreiben das jetzt und setzen Wert ein, der niemals überboten werden kann. So, das soll kein Damage sein, deswegen Order Formula. Das ist dann also 1d2 geteilt durch 12. Ich glaube, da brauche ich das hier. Bin ich nicht ganz sicher, werden wir gleich sehen. Minus 3. Und ich hoffe, dass er richtig rechnet. Aber das sehen wir ja gleich. So. Effects. Wenn er trifft, soll er Effekte machen. Und zwar sollen das temporäre Effekte sein. In den Sätzen deklariert er um. So, was soll er einmachen? Und zwar soll er einmal Forschmagen erhalten. Forschmagen. Dann muss man hier, achso, das läuft dann hier rüber. Ein Icon festlegen, dass man es erkennt. Ich habe natürlich mir eigene gebastelt. Ich muss nur kurz gucken, wie der korrekte Pfad hier ist. Genau, Worlds. Alliance of Eternia, Zustände, forscht. Zack. Der sieht bei mir dann, seht ihr es noch nicht? Seht ihr, gleich sieht es aus. Einfärben brauche ich es nicht. Suspend klappt hier eh nicht. Das ist ganz wichtig, rausnehmen. Sonst, wer den Zauber kriegt, kriegt auch den Effekt schon. Also nicht, wer getroffen wird, sondern wer ihn besitzt, ist Quatsch. Frustexplodieren Token sage ich meistens ja, damit man den sieht. Sonst sieht man ihn nicht. Und die sollen stacken, dass man mehrere haben kann. Duration rausnehmen. So, hier könnte man noch versuchen, Effekte einzubasteln. Wenn man das wollte, also wenn das jetzt zum Beispiel sagt, alles klar, der soll die Rüstung kaputt machen oder irgendein Attribut senken, soll es aber nicht. So. Kriegt der Vorschmagen sozusagen. Und der nächste machen wir jetzt genauso. Das soll ein Verzweifeltmagen sein. Verzweifelt marken. Oder eigentlich ist Quatsch. Wir hätten es, ich lasse mal kurz, wir hätten es einfach nur vorstellen können. Die Marken sind nur die Erzähler. So. Immer ein bisschen minimalistisch denken. Dann gehen wir wieder den Pfad ab. Er merkt sich den auch nicht. Von daher. Worlds, Alliance of Eternia. Das war zu schnell. Zustände und verzweifelt machen. Die habe ich glaube ich noch nicht hochgeladen. Habe aber, wenn ich mich nicht täusche, das Asset schon erstellt. Muss natürlich aber in den Pfad rein. Zustände. Verzweifelt. Verlangsamt. Habe ich tatsächlich noch nicht. Gut, dann muss ich das schnell mal nachholen. Gehen wir mal kurz aus den Animations raus, weil es am schnellsten hier rüber geht. Dann muss ich mal kurz in meinen rein mit meinen Vorlagenordner. Schauen wir am besten mal rein. Welchen habe ich denn? Wer würde sich dafür eignen? Was sieht nach Verzweiflung aus? Am besten irgendwas
Was ein bisschen dunkel, was ein bisschen traurig ist. Weil theoretisch könnte man alles nehmen, aber man soll ja ein bisschen auch als Spieler dann das Gefühl haben, man erkennt, was für ein Token auf wem drauf ist. Deswegen bin ich da, ich sag mal, engagiert, zu versuchen, dann möglichst schöne, passende Sachen zu wählen. Ich meine, ich habe auch relativ viel Auswahl. Ich behaupte mal, es wäre am besten was mit einem violetten Grund. Da wären wir wohl die ehesten dafür. Oh, das. Ich glaube, das ist es. Das sieht gut aus. Da bin ich zufrieden. So, das nehmen wir. Neue Datei. Zack. Speichern die unter Zustände. Verzweifelt. So. Machen das zu. Gehen wieder zurück zu unseren Animations, weil wir die eventuell brauchen werden. Da muss sogar eins weiter zurück. Animations. So. Gehen wieder hier rein. Kann ich gerade wieder Vollbild gehen, weil ich hier sucht. Zack, die verzweifelt Magen. Darf ich jetzt auf Vollbild? Nicht. So, die verzweifelt Magen. Zack, Select. So, soll wieder nicht beim Ausrüsten sein. Man soll es aber auf den Charakter sehen, wenn es soweit ist. Und sie sollen es decken. Nicht Not Stack. Was ist eigentlich? Do not stack by origin, do not stack, das ist Quatsch. Okay. Die Zeit wieder rausnehmen. So. Haben wir hier Effekte, die ja auch. So, und jetzt kommt wieder das Spannende. Hier wichtig: Template. Wir brauchen zwingend ein Template. Es soll ein kreisförmiges sein. Und jetzt ist es schwer. Es ist jetzt nicht so, dass das Programm hingeht und sagt: Ich nehme jetzt irgendeine Animation und mach die halt dann einfach, zieh die kreisförmig. Sondern die muss halt als solch definiert sein. Jetzt schaue ich mal. Allein im Radius 3 um dich herum erhalten X Vorspannung ebenso viele verzweifelt Magen. Ich überlege, ob ein Template sinnvoll ist. Doch wir können ein Template nehmen. Müssen nur einstellen, dass sich es dann löscht. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. So, jetzt ist die Frage, was für eine Animation? Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Wie sieht das aus? Nee, das sieht nicht annähernd so aus. Die Barriers werden auch nicht so aussehen. Nope. Das ist eher so ein Zeiteffekt. Hast du wieder dieselbe? Mhm. Nope. Wie sieht es damit aus? Nee, viel zu technisch. Und das ist der Moment, wo es ein bisschen schwer wird, weil man hat natürlich nur eine gewisse, ja, Auswahlrahmen. Wie sieht es denn da aus? Das Problem ist, dass die irgendwie. Wo sind das Originale? Da. Weiß nicht, die wirken irgendwie ein bisschen übertrieben optisch. Vor allem Schrei der Banshee, das stelle ich mir wie so eine Druckwelle mit dem entsprechenden Schrei-Sound vor. Kann natürlich auch sein, dass ich zu anspruchsvoll bin. Schwer, schwer. Diesen Feier sieht, glaube ich, nicht so aus. Das täuscht, glaube ich, noch. Was? Okay. Ein bisschen ruckelig. Okay. Ich weiß, dass es Detect Magic nicht sein kann, weil die sehen anders aus. Versuchen wir mit Darkness. Vielleicht kriegt das ja hin. So, den Schrei. So ein Banshee ist ja so zwischen Schreien und Weinen irgendwo. Falscher Ordner.
Da habe ich schon eine Idee auf jeden Fall, was so ungefähr sein könnte. Das ist nur, ja, das ist halt keine. Nope. Nope. Ja gut. Das klingt alles nicht wie eine Banshee. So, nein, nein, nein. Aber wir haben noch ein bisschen was zur Auswahl. So ist es nicht. Ich muss es nur finden. Nein, nein, nein. Der Hintergrundsound ist scheiße. Puh. Also irgendwie ja. Aber irgendwie zu krass schon wieder ein bisschen. Mannschrei kann man nicht nehmen. Ja, das klingt brutal. Und männlich. Klingt cool, aber klingt jetzt nicht wirklich wie so ein trauriger Banshee-Schrei. Aber kurz die Stimme ein bisschen weg. So. Hat ein Mixkit nicht Magic Whispers oder sowas? Da war doch mal was. Ah ja, das war das echt russische Pfeifen. Ah, das sind die Evil Voice Dinger. Die könnten auch was sein. Okay. Ach, das ist das. Ah. Ja, die werden es nicht sein. Klingt halt nicht wie ein Schrei. Okay, gut. Brauchen wir nicht weitermachen. Das ist Zeitverschwendung. Battlecry kann ich auch nicht nehmen. Das klingt komplett anders. Dann muss man vielleicht wirklich was suchen. Free Sound. Scary. Scream Woman. Gucken. Ist immer die Frage. Royalty Free, das ist doch schon mal schön. Kann ich mir den vorher anhören? Achso. Da ist ein Playbutton dran, drunter. Ja. Wenn man den ein bisschen abkürzt. Was habe ich jetzt an? Alter, was? Wow, hey. Wo bist du jetzt gesprungen? Wollte ich nicht. Okay, nehmen wir den nochmal. Die ersten beiden waren schon gut. Den nehmen wir und machen den ein bisschen kürzer. Das heißt, wir schauen uns erstmal die Animation an. Okay. Da es ja nur intern ist, mache ich jetzt mal. Ah, kann ich jetzt gerade in dem Moment gar nicht, ne? Ja gut, dann gehe ich halt mal über Google rein.
So, ist es der? Nee, er war der Falsche. Der war das doch. Den wollen wir haben. Ist okay, reicht uns erstmal. So, also. Ernsthaft, hast du den Faden nicht drin? Den muss ich jetzt komplett abgehen. So. Langer Weg. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir gucken mal, ob wir den hierüber aber abkürzen können schon. Das geht nämlich auch teilweise. Es kommt ja immer darauf an, wie gesagt, wie der auch aussieht. Jetzt versuchen wir den erstmal hochzuladen. Datei auswählen. Soundeffekte. Es wäre clever gewesen, hätte ich mir den gemerkt. Ich habe kurz noch eins. Horror Scream Minor. Okay. So, jetzt versuchen wir das mal. Der lernt jetzt den Zauber. Den Schrei der Banshee. Und gucken wir mal, wie weit er klappt. So, ach, eine Sache müssten wir aber noch machen. Das habe ich gar nicht beachtet. Kein Crown-Teil. Das ist ein Overhead-Teil. Keine Ahnung. Persistent ist er nicht. So. Das ist noch wichtig. So, die Reichweite, drei Felder, haut ziemlich genau hin. Okay. Dark Aura ist es definitiv nicht. Oder Darkness, wie es hier heißt. Gibt doch keine Varianten davon. Vier. Naja, ein Schrei mit 4, das könnte auch klappen. Mal gucken. Wichtig ist, bei der Variante muss erst warten, bis die Würfel gefallen sind und nicht vorher platzieren. Ja, das wird wohl noch eine Weile dauern. Horror. Mal gucken, was Horror macht. Also ich weiß nicht, was er sich so ganz dabei gedacht hat, aber gut. Ja, gut, ein Outpuls könnte auch klappen. Je nachdem, wie gut es aussieht. White, Blue, Green, Orange, Pink, Purple. Gucken wir mal. Den Sound kommen wir uns dann später. Problem ist, alles, was ein Template braucht, ist immer schwer. Finde ich jetzt prinzipiell nicht so schlecht. Die Sache ist halt die, man hat halt auch nicht viel Auswahl. Muss man fairerweise sagen. Wie sieht denn Call Lightning aus? Im Prinzip. Kommen jetzt überall Blitze runter oder was passiert da? Okay, also das ist eher wirklich für so Sachen gedacht. Man könnte jetzt natürlich auch weggehen von Template und sagen, Aura, weil es von ihnen selber emittiert. Und dass man dann manuell die Berechnung anstellt, der wirft trotzdem. Versuchen wir es mal. Tja. Bin jetzt nicht gerade sicher. Problem ist, das bleibt dann aber stehen, wie ich gerade sehe. Damit kommen wir nicht weit. Weil der bestehen bleibt und das soll ja einmalig sein. Also, nochmal. Wir wollen es Circle haben. Wie gesagt, wir können auch über die Customs gehen, aber die sind nicht zugeschnitten aufeinander. Das ist echt schwer, da was zu erkennen.
gehen jetzt einfach mal die verschiedenen Varianten hier durch. Den Sound müsste sich gemerkt haben, das habe ich jetzt nicht geprüft, aber der sollte sich nicht ändern, das wäre Quatsch. Okay. Als Animation würde ich das allerdings auch nicht bezeichnen, wenn einfach nur so, wenn ich jetzt mal ganz böse bin, ein Template hingeklatscht wird. Wie sieht denn das aus, Explosion? Gibt es die Dark Purple? Die Farbe wäre ja cool. Sonst muss man halt Kompromisse schließen. Ein bisschen schnell. Man kann das jetzt noch skalieren und die Sichtbarkeit ändern. Arms of Heydar war, glaube ich, solche Zombie-Arme, die aus dem Boden rauskommen. Das passt aber halt auch nicht. Da ist so die Explosion näher dran. Ach nee, das war das sogar, alles klar. Wie sieht denn Cloud of Daggers aus? Ist es wirklich das, was man da stehen hat? Ja, doch, die Bezeichnung ist durchaus korrekt. Okay. Ich habe Drop noch nicht probiert. Okay, das ist wieder sowas. Für so Sachen, die länger bleiben, ist das echt eine tolle Sache. Aber für Sachen, die so einmalig sind. Ich nehme jetzt mal Skull, allerdings mit Vorbehalt. Ich erwarte nicht, dass das jetzt das ist, was ich denke, dass es ist. So. Ja, ist halt wieder sowas. Wie sieht denn ein Moonbeam aus? Wunderschön. Aber halt auch eher weniger als Attackzauber als Achso, wartet mal, wir können sogar noch ein paar Sachen einstellen, sehe ich gerade. Nehmen wir erst noch nur Blue. Vielleicht. Der ist wunderschön, aber. Okay, allerdings, wunderschön ist nicht das, was wir suchen. Outputs wird klappen. Rune, Shatter, Shield, Skull. Ja, hat nicht geklappt. Snowflakes wird nicht passen. Will. Ironischerweise werden wir wahrscheinlich Intro brauchen. Okay. Wo ist denn der Unterschied denn zwischen Will und Vortex? Okay, das sieht alles. Wie wäre es denn, wenn wir ihn mal auf Outro stellen? Das wäre natürlich geil, wenn er von innen nach außen so ginge. Dann könnte man das wie eine Schallwelle betrachten. Nee. Gut. Snowflakes wird nicht sein. Snowflake Burst auch nicht. Stun kann ich mir auch nicht vorstellen, aber gut, versuchen wir es mal. Okay, das ist wieder so eine lebende Barriere, nenne ich es mal. Gut, wir kommen also nicht drum rum. Wir müssen Outpuls nehmen. Wie sieht denn Variante 2 aus? Vielleicht sieht die ein bisschen besser aus. White Blue, Green und Pink Purple.
Es geht quasi jetzt nur noch darum, welche der beiden Varianten wir nehmen und die Zeit ein bisschen zu triggern. So, wir machen hier diesmal keinen Delay. Wahrscheinlich müssen wir so die Start-Time runtersetzen. Wie sieht die 1 aus? Okay, die 1 können wir definitiv nicht nehmen. Bisschen schade. Eine Hoffnung habe ich noch auf Magic Sign. Ach nee, war das? Das waren nur die Dinger, ne? Ja, gut. Ich erinnere mich wieder. Gut. Dann geht es nicht anders. Nee, Variante 2 brauchen wir dringend. So. Remove Template, Opacity passt. So, Start Time. Müssen das deutlich verkürzen. Ich hätte es zwar gerne so gehabt, dass es ein bisschen langsamer ist, man den Schrei länger hört. Aber so klingt das blöd. Das Problem ist, wir könnten zwar sogar eine Wiederholung einstellen. Aber das bringt rein optisch leider nichts, weil der beides wiederholt. Ich gehe mal sogar noch weiter. Ja, nur dann drauf warten zu müssen, ist halt ein bisschen anstrengend. Geil wäre es natürlich, wenn wir die Animation verzögern können. Das gibt es aber nicht in dem Sinne. Kann ich noch irgendwas machen? Wir können es repeaten, wir können es skalieren. Was aber Quatsch ist, weil wir einen Radius festgelegt. So, Effekte dürften uns auch nichts von Animate from Animation at Macro Play Below Token. Nee. Wir könnten allerdings. Das ist vielleicht gar keine blöde Idee. Es macht viel Arbeit. Es macht viel Arbeit, aber wenn wir das richtig anstellen, skalieren, jetzt muss ich überlegen, das nimmt ja mal, also 6, ne? Könnte man eventuell, vielleicht klappt es ja. Das ist jetzt schon ein komplexer Zauber, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Na, schreibt er das? Das ist sehr blöd. Eigentlich soll er es ja nicht unterschreiben. Acquires the primary animation. Also. Ja, richtig. Ein bisschen seltsam finde ich. Source Animation, Primary Animation. Oh Gott. Also das Scale machen wir mal ein bisschen runter. Ist auch nicht ganz das, was ich erwartet habe. 4. Lassen wir den Scale drin? Ja. Delay Primary. Ja, soll die gleichzeitig aber abspielen. Ja, ich glaube nicht, dass wir einen negativen Wert einstellen können. Theoretisch müsste hier sowas in die Richtung rein. Ich glaube allerdings nicht, dass es funktioniert. Er wird keinen negativen Wert durchsetzen können. Er spielt also doch dann nacheinander leider ab. Ich hätte sie gern übereinander. Jetzt macht er die. Dann den. Das ist natürlich Quatsch.
Weil das gleichzeitig machen soll. Damit komme ich also nicht weiter. Was schade ist. Das lassen wir lieber. Okay, das Problem ist halt, wegen den Templates kriegt er das nicht so gut auf die Reihe. Ich kann es allerdings nicht so machen, dass die beide gleichzeitig aktiv sind. Das ist natürlich schade. Weil dann, man sieht sie, er spielt die Source Animation, dann die Primary. Und wenn ich jetzt noch ein Target Animation, würde die danach spielen. Genau das Problem, er spielt die genau in dieser Reihenfolge. Und theoretisch bräuchte ich gleichzeitig, dass quasi auf den Token ein Schädel kommt und gleichzeitig die Druckfehler, aber das kriegt er nicht hin. Okay, gut, dann lassen wir das weg. Zaubern wir jetzt noch einmal zu sehen, ob er jetzt noch richtig rechnet. Und dann müssen wir den als fertig definieren. Ist zwar halt, wie gesagt, nicht ganz das, was wir wollten, aber man muss halt ab und an Kompromisse. So, kurz zu damit. So, was macht er? Alle Einheiten im Radius 3 um dich herum erhalten X. Dödödüm. Der Attack muss das so. 1d2 geteilt durch 12 minus 3. So, er hat eine 2 gewürfelt. Durch 12 ist halt 2 Zwölfte, das ist ein Sechstel. Das passt 1,6, 0,16 Periode minus 3. Richtig, und wenn ich jetzt sagen würde, er hat meinetwegen die drei Kollegen hier getroffen. Genau, dann kriegen die halt die entsprechenden Marken da drauf, wenn ich mal ranzoome, sieht man es, das sind die definierten. Das heißt, der macht das schon mal alles richtig. Und ist nicht 100% so schön, wie wir es gerne hätten, aber das müssen wir jetzt leben. Stopp, ich das rüber. Erst den alten löschen. Sonst gibt es Probleme. Yes. Ziehen den jetzt rüber. Und damit würde ich sagen, sind wir fertig. Da haben wir jetzt zwei Effekte gemacht. Und ich habe keine Ahnung, geschätzt haben wir 2 Stunden gebraucht. Und ja, Dankeschön. Und wenn es Interesse gibt, melde ich mich wieder, ne?